Bevor so richtig die Urlaubs- und Ferienzeit beginnt, unternehmen wir heute noch einen Spaziergang durch meinen Garten. Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Kennen Sie die schönsten Seiten des Sommers? Es sind die Schattenseiten mittlerweile, denn die Sonne, die brennt oft unbarmherzig vom Himmel und daher suchen wir Schutz unter Bäumen, die beste Klimaanlage. Bei mir gibt es Pflanzen, die sowohl im Schatten als auch in der Sonne gedeihen, hier zum Beispiel ein Sommerflieder. Wichtiger Hinweis für alle Naturgärtner. Also, es ist ein Magnet für viele Insekten und für viele Schmetterlinge, aber aufpassen, er vermehrt sich manchmal ganz, ganz extrem. Daher sofort nach dem Abblühen die Blütenrispen entfernen, entsorgen, also nicht auf den Kompost geben, dann gibt es keine Vermehrung. Da gibt es verschiedene Arten, darüber wie zum Beispiel eine lila Art, auch ein Magnet für viele, viele Schmetterlinge. Schaut wunderschön aus, diese kleine Blüte. Aber wir schauen jetzt drauf auf die Terrasse. Für mich sind die Orangen, die Zitronen und auch die Kumquat so richtig der Duft des Südens. Ja, das ist dieser Traum des Südens und der hat natürlich einen großen Nachteil. Wenn der Sommer vorbei ist, wenn der Herbst vorbei ist, dann muss überwintert werden. Und da gibt es Gott sei Dank ein paar, wie zum Beispiel die Kumquat oder die Leimquat. Das sind Pflanzen, die auch bei fast normalen Zimmertemperaturen überwintert werden können. So, Leimquat ist eine Mischung aus Kumquat, da steht der Kumquat, und einer Limette. Genauso wie die Kalamondine auch eine Pflanze ist, die bei normalen Zimmertemperaturen, also so um die 18 Grad, überwintert werden kann. Luftfeuchtigkeit sollte nicht zu trocken sein beim Überwintern, aber reden wir jetzt nicht über das Überwintern, sondern freuen wir uns an dem Duft. Da ist zum Beispiel eine Blüte. Und das ist etwas, was die Zitruspflanzen auszeichnet. Ein Kisterl ganz in Weiß auf unserer Terrasse mit vielen Pflanzen, die die Bienen so richtig lieben. Ja, und daneben, da gibt es eine Blüte, die wirklich einzigartig ist. Gespensterpflanze heißt sie zum Beispiel. Botanisch Aristolochia. Und diese Blüte, die ist ja aber wirklich gewaltig. Da kommt schon die nächste Blüte. Aufpassen, diese Pflanze gehört nicht zu der Pflanze. Da hinten ist das Original. Da ist der Wurzelstock. Das ist ein australischer Jasmin. Und da hat er sich breit gemacht und sorgt mit dieser Blüte immer für einige Stunden, denn die Blüte hält nicht sehr lange, für eine Attraktion. Apropos einige Stunden, da gibt es noch eine Pflanze, die hier einen Jucker erobert. Eine Winde hat im Englischen den schönen Namen Morning Glory. Warum? Weil sie wirklich nur am Morgen die Blüten öffnet. Wenn so ein schöner Tag ist wie heute, dann ist meistens schon ab 11 Uhr Vormittag Schluss mit der schönen Blüte. Dann schließt sie schon wieder diese wunderschöne Blüte. Und hier haben wir eine. Erythrina Christa Galli, der Korallenstrauch, auch so eine exotische Blüte. Da kommt nur eine ganze Menge an Blüten daher. Daneben ein Wandelröschen, auch was Schönes. Und, weil ich die Exoten liebe, hier das mexikanische Pfefferblatt. Tatsächlich eine Würzpflanze. Man kann zum Beispiel einen Fisch in seinem Blatt einpacken und damit kochen bzw. braten und dann hat man die Würze des Blattes auch beim Fisch. Exotische Pflanzen gibt es bei mir also eine ganze Menge. Das ist für mich der Duft Englands. Es gibt keinen Garten in England, wo man nicht diese Duftwicken findet. Sie werden verwendet als Schnittblumen und sie blühen bis zum Herbst. Allerdings nur dann, wenn man eines beachtet und zwar diese Schoten, die sich bilden, die müssen entfernt werden. Das sind zum Beispiel diese kleinen Samenschoten. Die gehören unbedingt entfernt und zwar wirklich täglich, damit die Kraft in die neuen Blüten geht. Sonst hört sie auf zu blühen, aber wenn man das macht, dann gibt es Blüten bis zum Herbst. Apropos blühen. Hier ist eine der blühfreudigsten Pflanzen des Sommers überhaupt, ein Storchschnabel. Rosanne ist der Name. Und da drinnen versteckt diese Rose, die ist jetzt abgeblüht. Und daneben ein Schleierkraut in einer Amphore mit Efeu. Ja genau, das ist der Sommer
Und das ist für mich die Gartengestaltung. Und da hinten oben, da sieht man schon eine ganz exotische Pflanze. Der Seidenbaum oder auch der Schlafbaum mit diesen außergewöhnlichen Blüten. Von nun an täglich neue Blüten, ein Magnet für viele Insekten. Warum er Schlafbaum heißt, ganz einfach, diese Fiederblätter klappen am Abend, wenn die Sonne untergeht, zusammen. Den gibt es übrigens nicht nur mit grünem Laub, sondern da herüben steht auch mit rotem Laub. Da ist schon das Laub eine Dekoration. Und gleich drunter steht eine Pflanze, ich nenne sie immer so, wie sie landläufig genannt wird, nämlich der Flieder des Südens, Lagerströmia. Blüht in rosa, in weiß, in violett. In wenigen Tagen öffnen sich diese Blüten, ist in vielen Gegenden schon winterhart, bei mir steht er noch im Topf. So, noch eine außergewöhnliche Pflanze. Hier die erste Blüte, die brasilianische Guave, Feoia. Die Früchte kann man essen und sogar die Blütenblätter kann man essen, schmecken ganz, ganz hervorragend. Und wenn wir schon auf unserer Weltreise sind, jetzt kommen wir nach Afrika und zwar zur afrikanischen Schopflilie, Alcomis, auch eine typische Pflanze, die im Hochsommer zu blühen beginnt. Schaut ganz, ganz toll aus. Das Wichtigste aber sind natürlich die vielen, vielen Blüten. Gaura, Spinnenpflanzen, Margeriten und viele, viele andere sorgen hier in unserem sogenannten Toskana-Topfgarten für Blütenfülle. Die blühen wirklich bis zum Herbst. Und das Schöne daran ist, man braucht sie nur ein bisschen ausputzen, nicht einmal gießen, die Wurzeln sehr, sehr tief und sorgen für Blütenvielfalt. Und vor allem für die Insekten ist das alles ein Magnet. Wenn die Sonne dann wieder herkommt, dann sind hunderte Schwebfliegen, Bienen und Hummeln, die sich hier den Nektar holen und die Pollen holen. Ja, das ist der Sommer im Garten, der blühende Sommer im Garten. Ich wünsche schöne Ferienzeit, alles Gute und viel Spaß beim Garteln.